Hallo, hallo, da bin ich wieder. Ich möchte euch ganz kurz ein Spiel zeigen, das ich super toll finde. Darauf hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht und ich habe es mir gleich gekauft für hauptsächlich für Videos und für Unterricht. Warum das so toll ist, zeige ich euch gleich. Es ist ein ganz kleines Spiel. Es ist so groß wie meine Hand ungefähr. Und es heißt Story Cubes. Ich glaube, es kommt aus dem Englischen ursprünglich. Ich bin nicht sicher, aus welchem Land. Und es geht um Fantasie und Kreativität. Was kann man damit machen? Ich habe hier so eine Schachtel. Und in dieser Schachtel, schaut mal, da sind Würfel. Würfel, die verschiedene Bilder haben. Wenn ich sie nicht auskippe, dann kann ich es euch zeigen. Genau. Zum Beispiel. Hier ist jemand mit einem, Moment, ich muss das so zeigen, mit einem Spaten. Das ist ein Spaten und damit kann man graben. Und hier ist jemand, der zur Musik tanzt, zum Beispiel. Und hier sind zwei Leute, die sich schlagen oder die kämpfen. Dann hier ist etwas kaputt gegangen und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Bilder. Was macht man damit? Man würfelt eine Geschichte. Zum Beispiel kann man die also einmal würfeln und man erzählt eine Geschichte so Satz für Satz. Zum Beispiel, ich habe gewürfelt, dann habe ich ein Bild. Das ist zum Beispiel ja gleich. So, hier geht es um einen Verbrecher, schaut mal, oder einen Dieb, der etwas geklaut hat vielleicht. Und dann könnte ich sagen, an einem Sonntagmorgen hatte Hans Müller eine Bank ausgeraubt und lief mit 100 Millionen Euro nach Hause. Und dann der nächste, mit dem wir spielen, würfelt auch und bekommt ein anderes Bild und muss diese Geschichte weitererzählen. So. Was nehmen wir? Genau, also hier zum Beispiel, da ist ein Männchen, das steht auf der Straße und weiß, glaube ich, nicht, wohin es weitergehen soll. Und dann könnte der Nächste, der die Geschichte erzählt, sagen, und ja, da er aber die Bank ausgeraubt hatte in einer Stadt, in der er sich nicht auskannte, hat er sich bald verlaufen. Und so stand er an einer Kreuzung und wusste nicht, sollte er nach rechts laufen oder nach links laufen und so weiter. Und dann kommt der Nächste, der würfelt auch wieder und erzählt die Geschichte weiter. Ich glaube, oder ich glaube nicht, ich bin sicher, dass es mit Kindern super viel Spaß machen kann. Meine Tochter fand es zum Beispiel sehr amüsant. Und man braucht nicht wahnsinnig viel Fantasie, aber es ist gut für die Fantasie. Also für Kinder ist es super. Es ist ein sehr nettes Geschenk, finde ich. Und von diesen Dingern gibt es viele verschiedene Ausgaben. Ich zeige euch mal, welche ich habe. Also dieses heißt Actions. Also es geht um Aktionen, die jemand unternimmt. Dann habe ich noch Voyages. Also das sind Reisen. Es sind 9 Würfel zum Thema Reisen. Dann habe ich noch Verzaubert. Das sind 3 Würfel. Es geht um Märchen. Und nochmal 3 Animalia, okay, das sind Tiere. Da gibt es, schaut mal, das sind Tiere und hier gibt es sogar einen Waschbären. Also deswegen habe ich mir dieses Set gekauft. Also ihr braucht nicht unbedingt so viele Sets. Man kann auch mit 3 Würfeln zum Beispiel wunderbar spielen. Also merkt euch einfach den Namen Story Cubes. Ich verlinke es auch nochmal. Ich bekomme von Story Cubes kein Geld übrigens. Dafür, dass ich Werbung für sie mache, aber ich fand dieses Spiel lustig und einfach eine interessante, auch Geschenkidee zum Beispiel, wenn ihr noch eine Geschenkidee zu Weihnachten braucht, ist nicht teuer. Ich weiß zwar nicht mehr, was sie kosten, aber keine Ahnung, unter 10 Euro. Genau. Und ja, ich finde das super, auch übrigens für Lehrer unter euch, im Unterricht damit Geschichten zu erzählen, ist super. Also wenn man keine Ideen mehr hat, dann kann man damit super Geschichten erzählen. Genau. Ich hoffe, das war interessant für euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.